Mich hat eine Hörerin von meinem Podcast, glaube ich, angesprochen oder angeschrieben. Sie wünscht sich eine Podcast-Folge zum Thema Neid und Vergleich und wie wir damit umgehen können. Und dies ist offensichtlich keine Podcast-Folge, sondern ein Video. Ich bin mit diesem Thema lange schwanger gegangen, unfreiwillig, weil ich selber wahnsinnig viel mit Beneiden von XY und mich vergleichen mit XY und so weiter zu tun habe und zu tun hatte und dadurch aus der Not geboren erforschen musste, wie können wir damit umgehen. Ich schwöre, da sind sehr viele gute Methoden unterwegs und sehr viele weiche und schöne Wege. Ich möchte in diesem Video quasi wie immer versuchen, auf einen Aspekt hinzuweisen, der vielleicht gar nicht der wichtigste ist, aber einer, den ich kaum je erwähnt finde. Und deswegen, ich halte ihn quasi deshalb für wichtig, einfach um den auch im Feld zu haben. Und darüber hinaus denke ich, so im Internet sind wir alle hart im Nehmen. Das heißt, ich kann ja auch mit so einer Rosskur ankommen, um das Thema, wie höre ich auf, andere zu beneiden und wie höre ich auf, mich mit anderen zu vergleichen, um dem beizukommen, um das zu regulieren. Also, wir haben das chronische kollektive Problem, zum Beispiel als Frauen, aber auch sicherlich in sehr vielen anderen Formen von Bevölkerungsschicht, Szene und so weiter, zum Beispiel als Frauen uns miteinander zu vergleichen, um selber wo abzuschneiden als die Schlechtere. Und wir haben dieses Problem chronisch, weil unser Versuch, damit umzugehen und dem beizukommen, ganz offensichtlich nicht funktioniert. Das heißt, wir alle scheinen eine Art von Strategie, um aufzuhören, uns mit anderen zu vergleichen, aufzuhören, andere zu beneiden. Wir scheinen eine Strategie anzuwenden mit dem tiefen, unberechtigten Glauben, das würde zu irgendetwas führen, während wir bei uns selber und allen um uns herum sehen, es führt zu gar nichts. Jeder beneidet irgendjemanden um irgendetwas. Und der einzige Effekt ist, ich schneide schlechter ab als derjenige, diejenige, mit der ich mich verglichen habe. Also, was funktioniert da nicht? Wir glauben dem Nährboden für den Vergleich. Wir glauben dem unterbewussten Glaubenssatz, auf dem Beneiden, sich vergleichen, überhaupt erst aufbauen kann. Und dieser Nährboden ist, ich bin nicht genug. Oder in vielen Spielarten. Ich bin natürlich nicht schön genug, ich bin natürlich nicht sexuell genug, ich bin natürlich nicht weiblich genug, ich bin natürlich nicht männlich genug, ich bin natürlich nicht androgyn genug, ich bin natürlich nicht genug. Eine Milliarde Spielarten bei mir, eine Milliarde Spielarten bei dir. Der Nährboden ist, ich bin nicht genug. Das ist die nicht hinterfragte Tatsache. Und auf der baut auf, also finde ich Beweise, ach, das ist nicht genug. Ja, darin ist sie ja wirklich besser. Darin ist er ja wirklich besser. Davon hat er ja wirklich mehr. Ich habe nicht genug. Spielart von, ich bin nicht genug. Und dann versuchen wir, weil wir diese Tatsache nicht hinterfragen, darauf in ein Rennen einzusteigen, in dem wir nur unterwegs sind, weil wir glauben, es bereits verloren zu haben. Nämlich, wir sind ja eh nicht genug. Das heißt, es ist unmöglich, sich mit jemandem zu vergleichen und am Ende des Tages sich tatsächlich als eine Gewinnerin zu fühlen, die sich in dem Selbstwertgefühl zutiefst genährt und gesättigt fühlt. Hier ist die Radikalkur, die ich vorschlagen möchte. Denn sie beendet das ganze Ding wirklich schneller als alles andere, was ich ausprobiert habe. Das nächste Mal, dass du dich mit jemandem vergleichst und das nächste Mal, dass du jemanden beneidest, erlaub diesem Menschen, wenn es ein Mensch ist, besser zu sein. Steig in das Rennen ein und lauf dich tot. Renn, bis du freiwillig aufhörst. Wer kommt zuerst ins Ziel? Der andere. Und das weißt du genau. Es ist der Punkt von Fuck, ich bin nicht genug, vor dem wir weglaufen, indem wir uns busy halten mit sich vergleichen und andere beneiden. Und der Moment, in dem du sagst, gut, wenn ich es nötig habe, mit meiner nicht endenden kollektiven Angewohnheit individuell mir meinen Tag zu versauen und meine Energie in den Keller zu ziehen, indem ich es nötig habe, mich mit dir zu vergleichen, damit du besser abschneidest und ich mich beschissen fühle, dann möge ich in dieses Rennen einsteigen. Es ist meine eigene Verantwortung, aufzuhören, wenn ich aufhören möchte mit diesem Rennen. Und diese Verantwortung nutze ich oder in dieser Verantwortung handle ich, in dem Moment, in dem ich sage, weißt du was, wenn ich dich in meinem privaten Spiel missbrauche, um schlecht abzuschneiden, dann mache ich das jetzt ganz offiziell.
Ich schneide schlechter ab als du. Ich habe es nicht drauf, du hast es drauf. Ich bin nicht schön genug, du bist schön genug. Wäre ich wie du, wäre ich glücklich und hätte es verdient zu lieben. Aber da ich nicht du bin und nicht wie du bin, habe ich das nicht verdient. Möge es so sein. Das ist den Schatten, den ich nicht anschauen darf, sonst verliert er an Kraft, zu entkräften, indem ich im Rennen merke, ich muss in die andere Richtung rennen, ich muss in mich selber hineinrennen, in die dunkelste Ecke. Wovor laufe ich weg, um in dem Rennen mit dir lieber nach vorne zu rennen, als ginge es darum, dich jemals überholen zu können? Ich habe dich nie eingebaut in mein Spiel von Neid und Vergleich, damit ich tatsächlich gewinnen kann. Das war von Anfang an inszeniert als ein Losing Game für mich selber. Und du hast überhaupt keine Chance darin, irgendwie aufzutauchen. Unmöglich, dass ich dich wirklich darin sehe. Wenn du mich in diesem Moment beneidest um irgendetwas in meinem Leben, unmöglich, dass das etwas mit mir zu tun hat. Denn du vergleichst dich nur und du beneidest mich nur an Stellen, an denen du mich eingebaut hast, in etwas, in das ich nicht reinkommen kann. Es ist gebaut, damit du verlierst. Wenn ich mich mit dir vergleiche, ist es in mir gebaut, damit ich verliere. Und wir beenden dieses Spiel schneller und brutaler als mit jeder anderen Methode, die ich je gefunden habe, wenn wir die Autorinnenschaft für dieses Spiel so weit übernehmen, dass wir sagen, ich habe ein Losing Game aufgebaut, also werde ich jetzt mit offenen Sinnen, mit offenen Augen, mit offenen Poren, mit einem offenen Nervensystem verlieren. Ich werde verlieren. Und ich werde diesem Schreckgespenst, ich verliere meinen Wert, ins Auge schauen, bis ich merke, ich bin nutzlos. Ich bin hässlich. Ich versage den ganzen Tag. Und dann ist die Frage, kannst du atmen? Wenn du so weit gekommen bist, Tigerin, wenn du so weit gekommen bist, Tiger, lässt du die ganze Welt frei aus diesem Losing Game, was nur dir selber gegolten hat. Und ich bitte dich dann, eine Sache zu tun, bevor du in irgendeine Art von Alltag gehst, bevor du in irgendeine Art von Pflicht dem Außen gegenüber gehst. Feier dich selber mindestens 3 Minuten lang mit deinem Lieblingssong, mit einem wilden Stampfen, mit einem wilden Grimassenschneiden in den Spiegel, mit einem wilden dich selber schütteln, dich selber abklopfen, dich selber umarmen, als hättest du dich lieb. Denn das wartet am Ende von dem, sich mit anderen zu vergleichen und andere zu beneiden, das wartet auf dich. Das erste Mal, dass du einen Raum von Selbstliebe betrittst, der nicht länger an die Bedingung gebunden ist, dass du irgendjemandem gegenüber gut abschneidest. Das ist bedingungslose Selbstliebe. Sie kommt von dem, ich dachte, ich sei liebenswert, wenn ich noch schöner bin, noch sexueller, noch attraktiver, noch erfolgreicher, noch reicher, noch whatever. Never-ending stories. Und es kommt, genau wenn ich aufhöre damit, dahin zu gehen und akzeptiere, dass ich all das nie sein werde. Dass ich nutzlos, enttäuschend, langsam, langweilig, träge und desinteressiert bin. Nicht wach, nicht erleuchtet. Und genau das jedes Mal zu erleben, wenn du dich in irgendeiner Form von Überschrift mit jemandem verglichen hast, macht, dass du für dich selber einen Raum von Selbstliebe öffnest, der dich schockiert in dem, wie sehr er verfügbar ist. Und der dich, wenn er da ist, schockiert in dem, wie sehr er sich danach gesehnt hat, dich zu tragen und zu nähren. Und das ist, wie wir aus dem ach so oberflächlichen Ding von wir vergleichen uns ja ständig mit anderen, hinein in eine große Tiefe stürzen. Und wie wir aus einem hermetisch abgezirkelten Loser-Game für uns selber einen Highway machen für etwas, das wirklich tief ist und wirklich wunderschön. Und das genauso wie das Spiel, sich zu vergleichen und andere zu beneiden, nur uns selber gilt. Du gehst diesen Tod, dass ich besser bin als du, wenn du dich mit mir darin je verglichen hast. Du gehst diesen Tod nur für dich. Bin ich besser als du? Unmöglich, aber darum geht es nicht. Du gehst nur für dich in diesen tiefen Tod, dass ich besser bin als du. Und wenn ich diesen Tod sterbe, weil ich mich mit dir verglichen habe, dann tue ich das nur für mich.